So, willkommen zurück zu Let's Play Far Cry New Dawn. Wir sind bei einem Außenposten. Glaub mir nicht bei welchen. Bevor der ganze Spaß hier jetzt weitergeht, bevor wir jetzt hier zu der Hauptmission kurven und dann die Expeditionsscheiße nochmal, die zweite Stufe machen und hier die letzte Stufe machen bei den Außenposten, muss ich ganz kurz, was überhaupt nichts mit dem Game zu tun hat, muss ich kurz hier sozusagen nicht mein Statement oder so ein Scheiß, sondern ich will einfach nur meinen Senf dazugeben. Und zwar, da mache ich jetzt gar kein Gameplay jetzt hier gerade. Hat überhaupt nichts mit dem Video zu tun und überhaupt nichts mit dem Let's Play und überhaupt nichts überhaupt. Sondern vor ein paar Tagen war ja das und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt da nicht extra ein Video für den, weil ich werde einfach nur, wie gesagt, kurz ein bisschen meinen Senf dazugeben, meine Meinung dazu machen. Das dauert nicht lange. Und zwar das Thema zum Annie-Statement, also zu den Vorwürfen mit Andy Duck. Und hast du nicht gesehen? Denn, ja, wie gesagt, also vor zwei Wochen oder so habe ich schon mal einen Videovorschlag bekommen. So, das wahre Gesicht von Annie und zwei Seiten Annie und böse und bla bla bla. Jo. Und dann habe ich gestern ein Video angeschaut von Reeved, also von Tony. Und die hat eine halbe Stunde lang geredet von hier, was weiß ich von was alles. Also ich habe nicht das ganze Video durchgeschaut, ich habe so 10 Minuten geschaut und dachte ich mir, what the fuck, komm endlich mal auf den Punkt. Was hat Annie so Schlimmes getan? Dammit. Und ja, sie hat einfach, eigentlich hat sie nie das gesagt, was sie eigentlich wissen wollte, sondern einfach nur so, ja, dass sie halt, also dass Reeves Depressionen hat oder hatte und diese chronischen Kopfschmerzen, anscheinend, die was sie halt auch gesagt hat, öffentlich und whatever und fragt mich nicht was alles. Mauki, also Annis frühere Freundin, also eine Freundin frühere, hat ja auch ein Video gemacht und deswegen erst das ganze Dings hier aufgerollt anscheinend. Und die meinte ja, dass Annie, dass beziehungsweise diese Person, weil sie hat nicht mal Annie selber gesagt, aber jeder weiß, dass sie meinte, diese Person hat mein Leben gefühlt zerstört und was weiß ich. Und sie will mit der Person nichts mehr zu tun haben und überhaupt und deswegen hat sie hat Ausschlag bekommen und fragt mich nicht, was alles noch. Und jetzt hat heute Annie ein Statement gemacht und ja, ich weiß, ich habe gefühlt so 437 Zuschauer, das wird jetzt nicht so viel viral gehen bei mir von dem ganzen Video, erst recht nicht, weil es kein extra Video gibt von dem Ding von mir, sondern einfach nur in dem Let's Play. Aber derjenige, der was das sieht, und ich weiß auch, dass es nicht so viele sehen, dass ich nicht so viele Zuschauer habe von meinen 400 Abonnenten, aber ist okay, ist egal, will ich dazu nur meinen Senf dazugeben. Es gab bis jetzt nur die eine Seite. Das von Reeved, das von Mauki oder was. Und heute gab es endlich ein Statement von Annie, worauf ich echt lange jetzt gewartet habe. Und das jetzt alles mal erklärt. Das Ding dauert eine Stunde 14, das ist auch krass. Ich habe aber noch nicht alles geschaut, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt bei halbe Stunde irgendwas, 34 Minuten oder so. Also was ich bis jetzt halt gehört habe, also ich bin jetzt bei dieser angeblichen Tierquälerei wegen ihrer Katzen. Da bin ich jetzt beim Anfang, da kann ich noch nicht so viel dazu sagen, weil ich weiß nicht, was hier abgegangen ist. Aber das, was ich jetzt weiß, ist, wegen diesen, dass ihr Fans hasst und dass halt wegen Tony, wegen, wie heißt es, Fettshaming? Fettshaming? Shaming, irgendwann wegen Shaming. Wie heißt es? Weight Shaming? Nee, ihr wisst schon. Das habe ich gesehen und gehört. Und, also, immer, ja, gesagt hat sie es sozusagen jetzt nicht. Eigentlich hat sie gesagt, dass, weil Reeved immer gesagt hat, jo, sie fühlt sich ein bisschen dicker und überhaupt, aber dann hat Annie ja gemeint, eigentlich nicht, du bist so schön, wie du halt bist und mir gefällt das und das und das. Sie hat so Tipps sozusagen Reeved gegeben, aber Reeved hat es dann wieder anders aufgefasst und deswegen war sie dann so angepisst und überhaupt
Und die Beziehung von den zwei konnte Reef ja auch nicht, fand sie nicht nice, fand Annie auch nicht nice, also da sind sie sich einig. Und ja, es gab einiges. Es gab einiges, wo Annie aber auch sozusagen gesagt hat, ja, stimmt, das war echt nicht nice von beiden. Aber sie hat es nie böse gemeint. Sie hat immer, sie wollte ihre Tipps geben. Aber wenn, das habe ich auch in den Kommentaren geschrieben, wenn Reef es falsch versteht, oder wenn die Leute, die Freunde, die Menschen, mit denen was Annie zu tun hat, wenn die das falsch verstehen, was kann Annie denn dafür? Also, ja. Und das andere Ding noch mit den Fans hassen, dass sie ihre Fans angeblich so hasst. Sie macht ja Meet & Greets. Und anscheinend, was sie gemeint hat, 80% davon kriegt sie noch nie mal bezahlt. Also sie macht das wirklich für sich. Oder was umgekehrt? 80% kriegt sie bezahlt? Nee, 80% kriegt sie nicht bezahlt. Ich glaube so rum. Und ja, ihr müsst da denken. Ich war noch nie beim Meet & Greet leider. Aber sie meinte auch selber früher, wo sie ihre Vorbilder hatte und wo sie sich gefreut hat, die zu sehen, da wartet man schon mal so eine Stunde oder was weiß ich, wie lange, ein paar Stunden. Und nur um so ein paar Minütchen, ein paar Sekündchen mit der Person zu labern, zu fragt mich nicht was. Und jetzt habe ich den Faden verloren wieder, danke. Nee, und deswegen, sie kennt das Gefühl, dass wenn irgendwelche Personen, also so, lass mich lügen, 800 Leute, wenn die auf den Moment warten, dass sie mit Annie labern können oder halt kurz umarmen können oder was weiß ich was, das ist ja das Ding, was sie nicht eklig findet. Das ist ja logisch, das findet sie nicht eklig. Aber sie, also das hasst sie nicht. Sie hasst nur sozusagen und findet eklig, dass, weil angeblich gibt es so um die 30, 40 Grad hat es dann, weil muss ja auch, wahrscheinlich ist ja immer ein schöner Tag drinnen. Und es ist ja eine Arena, eine Halle sozusagen, was ich bei Videos gesehen habe. Und dann schwitzt natürlich auch jeder. Viele. Und eine Begrüßung, so eine richtig nice Begrüßung ist ja auch umarmen und was weiß ich nicht hier alles. Und Annie schwitzt dann logischerweise, weil es so heiß ist. Die Leute schwitzen und umarmt mal an einem richtig heißen Tag und dann drin dann auch noch, wo es noch heißer ist, um die 50, 60, 70 Grad, gefühlte 50, 60, 70 Grad. Das fühlt sich nicht geil an. Das fühlt sich echt nicht geil an, wenn so der Schweiß und alles Mögliche auf den Körper kommt und verstehe ich komplett. Aber sie ist halt auch nicht so eine Person, die was halt, hat sie gemeint, so ein bisschen so ganz leicht umarmen, sondern nee, 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 die drückt schon richtig volle Kanüle zu. Also sie will schon, dass es sich gut anfühlt und überhaupt. Und dann ist es schon mal klar, wenn du das mit 800 Leuten oder so circa machst, irgendwann wird das schon ein bisschen eklig. Aber das liegt nicht an den Leuten selber, sondern es liegt einfach an dem Schweiß, der was von dem, von dem, von dem, von dem, von dem ist. Deswegen, das hasst sie. Nicht die Leute selber. Warum sollte sie die Leute selber hassen, ihre Fans? Das ist bescheuert. Also, ja. Also man merkt schon, dass ein paar Sachen oder viele Sachen, wie beziehungsweise Tickelerei, das weiß ich noch nicht, das muss ich jetzt noch schauen. Und wie gesagt, halbe Stunde habe ich auch geschaut, von einer Stunde. Es gibt immer zwei Meinungen, das habe ich schon oft gemerkt. Wie ich das Video geschaut habe, habe ich mir echt gedacht, dann, what the fuck, bin ich bescheuert? Ich schaue Annie jetzt auch schon ein paar Jährchen. Und als ob die jetzt das so hinter der Kamera so asozial sozusagen ist, das glaube ich nicht. Ich warte jetzt mal auf ein Statement, weil, wie gesagt, ich habe das von Mauki, habe ich theoretisch schon, das habe ich schon komplett geschaut, aber das von Reef, weil die halt rundherum erzählt hat und bla bla bla. Ich warte jetzt mal auf ein Statement von Annie selber ab, weil es shooten ja alle nur gegen ihr. What the fuck? Es ist ja kein irgendwer, der was sagt, nee, Annie hat recht und bla bla bla, außer als ich. Aber ich bin halt auch nicht der größte YouTuber, ich bin so klein mit Hut. Genau, also man muss immer die zwei Seiten betrachten und darauf habe ich jetzt gewartet, dass sie die andere Seite sich rechtfertigt erklärt, mal ihr Statement abgibt halt. Und ja, also ich bin. Ob man jetzt sicher Team Reef, Mauki und halt die ganzen Vorwürfe ist oder Team Annie verteidigen, beziehungsweise einfach erklären, what the fuck und ja, ich bin auf jeden Fall die Seite. Ich bin Team Annie, wenn man das so haben will. Also, das ist nee. So, das war jetzt mein Statement. Hat jetzt mit dem Video nichts zu tun, ich weiß. Aber, jo. Punkt. Fertig.
So, jetzt ab zum Gameplay. Wie lange haben wir das? Ich habe eine Viertelstunde gelabert. Halt die Schnauze, Alter. So, jetzt, wo sind wir? Ins Feuer. Ja, wir müssen irgendwie ein Buch oder so, irgendwas hatten wir letztes Mal, so ein Scheiß, oder? Irgendwie so war das. Leute. Alter, du kannst mir am Arsch lecken. Ich werde jetzt hier sicher nicht da hochducken und so. Warte mal. Scheiße, alles mit Waffen. Ah, ne, pass auf. Das ist alles super. Okay, cool. Richtig trocken ist. So. Ja, und wie gesagt, ich schau mal, wie weit, also was wir heute halt alles machen. Also auf jeden Fall mal die Mission. Es sind ja nicht mehr so viele Hauptmissionen, hat man aber das Statistik gesehen. Aber auf jeden Fall werden wir, glaube ich, nach der Mission werden wir mal die Expeditionsdinger mal alle nochmal fertig machen, also die 7 Dinger, und das dauert halt auch wieder so eine Zeit. Ich meine, es ist auch ein höheres Level. Also nicht noch so viel höher, aber es ist ein höheres Level. So, Anführer, worum ging es eigentlich nochmal, Kollege? Viele haben versucht, die Flamme von Eden zu entzünden. Sie alle sind gescheitert. Viele der Highwaymen sind bei der Flamme und sie töten ohne Gnade. Unsere einzige Chance, gegen ihre Überzahl und Feuerkraft anzukommen, ist, sie heimlich und mit List auszuschalten. Wir haben eine Waffe mitgebracht, die dieser heiligen Aufgabe angemessen ist. Bitte ziehe sie in Betracht. Die Auserwählten werden dir helfen. Nun folge mir. Jetzt hier betrachtet ist, aber ich muss es jetzt nicht nehmen, oder? Also wird ein Bogen, ach, verpiss dich doch. Nee, brauche ich nicht. Bogen bin ich jetzt nicht so ein Fan. Es kommt aufs Spiel drauf an, aber brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich hab meine Level 4 Waffen, also das ist alles kein Thema. Aber ist ja auch krass, dass wir jetzt ins Feuer dingsen. Sonst waren die immer der Gegner, aber der OG-Gegner. Und jetzt sind halt, ja, die Arschbacken Highwaymen, die Arschgegner. Moin! Hat er jetzt Zeit machen? Was passiert dann? Gar nichts passiert dann. Was habe ich das letzte Mal gemacht mit dem mit der Directly Hit? Naja, egal. Die sind ja so doof, die peilen halt gar nichts. I take it. Okay. Warum schauen die eigentlich. Okay, nevermind. Doch. Warum schauen die eigentlich alle die falsche Seite? Sind die doof? Das ist ein bisschen doof, oder? So. Take down? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie ich das gemacht habe. Naja, selber schwimmen ja alles. Also gleich schaut, also, you know, einer da. Also wäre so die Idee. Und wenn ich, seid immer nicht so doof und läuft voll rein. Ja, die sind halt jägermäßig. Die Flamme von Eden, ja. Ja, wir wissen alle, was das ist. Wir wissen es alle. Das ist schön die Statue gewesen. Aber ich sag mal so, wir können eh nicht so viel. Wir haben die Statue niemals fuck gemacht. Das war unser jute alter Tschatsch. Unser jute alte Tschatschin. Weil wir wissen alle, dass wir im ersten Teil eine Frau waren. So wie es auch. Es macht einfach Spaß mit Charaktere nennen zu spielen, wenn man die Chance hat. Oder auch wenn man die Chance nicht hat, aber in einem Game, wo man halt eine Frau spielt, es macht Laune. Gott seid ihr alle doof. Gott seid ihr alle doof. Jetzt geplündert? Hallo? Ja. Junge! Das ist ja so easy going. Ich geh einfach hier durch. Fertig. Tja. Bei mir aber das war, Kollege, ne? Aber wenn das halt so easy going wird, wenn die Expeditionsdinger dann machen, wäre nicht schlecht. Denn ich weiß gar nicht, ich glaube die Kapitel wird. Die Pakete sind alle an der gleichen Stelle. Es ist nur viel mehr los. Ich glaube, so war das. So, Timber, sag mal, ist hier noch wer, Mann? Da oben, ach du Heiliger. Oh, fuck off, ey. Dich krieg ich, du. Ja, dich krieg ich so erst recht jetzt. So doof. Ups, was war denn das? Was war denn das? Moin, Meisterin. Servus. So, tschüss. Danke. Okidoki, Leute. Hier ist ein Händler. Brauchen wir so was? Ich habe einfach keinen einzigen Schuss verballert. So, wo? Da oben.
Ach, Pimper, bester Hund, Alter. Ja gut, die sind jetzt ein bisschen beschissen hier. Na, ja, wobei. Ja, klar, Herbert Grönemeyer, Alter. Sehr. Scheiße, warte mal. Eigentlich, oh, hier oben ist Zeug. Schnauze! Kein Wort. Oh, bin ich ein OG-Style heute, Alter. Oh, bin ich ein OG heute, Alter. Was wollt ihr von mir eigentlich, alle? Ihr Schweinenasen. Ich bin es. Okay, aber das heißt mir gleich als erledigt, weil hier ist gleich jetzt nicht. Das wird nichts mehr. Oh, war das die Hand? War das die Hand von Joseph? Halleluja. Nee, es wird geballert. Oder? Warte mal. Ist das eine Höhle? Ah, ne. Ich kann nicht. Dude! Die sehen die nicht! Aber wenn ich irgendeinen Ausposten mache, easy going gefunden. What the fuck? Okay, never mind. Okay, ne. Ja, ja, ihr schwanzlosen Arschlöcher. Hör mich mal. Lasst meine Eden-Leute in Ruhe, dass ich das mal sage, Alter. Wo kommen die jetzt? Da hinten war alles geklärt. What the? What the? Piss dich! Ey, du schwule Bitch. Da schießt, haust drin, tropfst hin. So, gib mal her, ich muss ja mal einsammeln. So muss das nicht sein. Die Flamme von ihnen haben wir, die sind alle down, easy going, kriegst die auswählen, kriegen wir hin. Erstmal sammeln, die haben kein Zeitlimit, die haben keine Move, ich habe so die overpowerten Waffen, die haben überhaupt keine Chance. Also von daher, kein Stress. Sünderin, es gibt noch mehr. Sünderin auch noch. Schon, oder? Ich bin es. So, das ist der, Nee, brauche ich nie wissen. Ich sehe es aber gerade nicht, aber ich denke mal, Tim hat schon markiert, aber ich sehe es nicht. Darf ich mal? Boah, da. Komm schon, laber doch nicht, du hast es doch markiert. Ich sehe es nur gerade nicht, weil ich doof bin. Es gibt noch mehr. Das kann nicht da oben sein, oder? Ich weiß nicht, also nicht kannst, Schwester. Der Vater zündet Feuer und Gott wird es verbrennen. Wir verbrennen alles hin, das war ein Kollaps abzuwenden. Amen. Noch ein Kollaps. Scheiße. Fuck Red New Dawn 2. For fuck's sake, wo ist der fucking. Ach, hier! Ah, ja, ich hab's doch gedacht. Oh, das sieht man aber echt ekelhaft nicht. Das ist nicht aber. So. Reden hier. Ja, als nächstes sollen wir die Auserwählten mit denen sprechen, habe ich das Gefühl. Das Wasser? Also das Wasser. Dude, wohin? Also ich soll. Also eher mich. Ich bin schon wieder viel zu weit vorn. Okay, ja, ja. Stimmt, da war was mit Wasser. Ja, ja, weiß ich schon. Also, circa. Gut, was geht? Weiter können wir dich nicht bringen. Du musst allein in die Höhle hinabsteigen und die Flamme entzünden. Die Kammer wurde geflutet und die Rohre versiegelt. In diesen Rohren befindet sich das Bliss, das die heilige Flamme nährt. Lass das Wasser ab und zerstöre anschließend die Rohre, um das Bliss freizusetzen. Entzünde das Bliss, dann kann die Flamme der Gerechtigkeit wieder brennen. Und sei vorsichtig, sonst verschlingt sie dich. Geh, Sünderin, mit unserem Segen und unserer Hoffnung. Ist ja auch geil, geh, Sünderin, einfach. Ja, stimmt, weil, genau, wir müssen Bliss-Dings, weil Bliss gibt es hier auch noch. Und einfach Molotov reinwerfen und dann gibt es ja ein Feuerwerk, sein Großarmkörler, Alter. So, Betrieb. Ja, da war ich jetzt. So, hä? Das Wasser ist aber. Das Wasser war jetzt aber vorhin gerade ein bisschen mehr. What the fuck? Das Wasser war viel mehr. Hä? Wie ist das jetzt passiert? Dude! Hier ist das Wasser erst jetzt. What the fuck? Okay, Wasser ablaufen. Lass das Wasser ablaufen. Ja, denk mal, wir müssen tauchen, oder? Oh Gott. Oh je, Mene. Na dann. Bin ich falsch? What the fuck? Hier irgendwo. Schwimm doch schneller. Ich habe doch eine Fähigkeit, Mann. Hier, wo es blinkt, leuchtet. Maybe. Oder hier?
Hier. Lass das Wasser ablaufen. Ah ja. Do it! Do it! Dreh die Gurke. So, habe ich? Glaube ich. Habe ich? Ja, es läuft ab. Und da drüben auch noch. Vielleicht, weil es so hier komisch leuchtet. Ja. Oder warte mal, sind die Angel? Das könnten nach Angel ausschauen. Zerstört die Blissrohre. Oh je, meine. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Das ist ja voll OG wie ein Prepper-Versteck vom ersten Teil. Verpiss dich doch, ey. Aber ohne Gegner. Zerstören, okay. Da Bliss. Ja, jetzt kriegen wir schön wieder Halluzination wahrscheinlich. Das heißt, wir atmen es nicht ein. Okay. Dann hier war nur da. Da ist hier nichts mehr, oder? Glaub mal. Zwei noch zu stören. Also hier. Okay. Und hier drinnen. Wenn es markiert ist, ist schön. Die ganz dumme. Okay. Nee, ich habe kurz überlegt, Dynamit reinzuknödeln, aber nee, machen wir so. Scheiß drauf. So, hoch. Hab keinen Bock auf Blitz allen ab, Mann. Warte, bis das Gas die Höhle füllt, ja, und dann hau ich ab. So, ein Molotow reinknödeln und fertig. Und dann gibt es eine Explosion, die sich gewaschen hat. So, wie komme ich da hoch nochmal? Das hättet ihr jetzt nicht machen können, ihr Deppen? Das muss alles ich machen. Alter, das ist hier scheiße. So. Einmal Molotow in die Fräse und... Arabadachi, sag ich mal. Kaboom! Ich habe eigentlich irgendwie gedacht, dass es explosionsmäßig komplett so weit, aber ne, ich hänge irgendwo. Ich komme mit dem Feuer, ja, bin ich schon. Easy. Woo! Oh. Krasse Scheiße. Und lustigerweise jetzt genau hier auf. Verstehst du? Und ihr werft jetzt was ins Feuer? Hä? Das ist, also. Sünderin. Oder vielleicht auch nicht. Der Vater wird wissen, wie wir dich nennen sollen. Nicht einmal Ethan hat das geschafft. Du musst diejenige sein, die Josephs Prophezeiung erfüllen wird. Du musst zu Ethan zurückkehren und weitere Anweisungen abwarten. Aber sei dir sicher, dass du uns neue Hoffnung gegeben hast. Alle in Ueden werden erfreut sein. Aha. Bliss zum Morgengrauen. Ist so geil. Gibt es einen Hüden, okay. Tja, scheiße gelaufen. Gut, da hinten Nuiden, aha. Warte mal, was soll das heißen? Das, der Typ, der hier Ethan, unser Kollege Schnürschuh, der was hier anscheinend den Nuiden-Dings leitet, wo halt unser Joseph hier am Arsch der Welt ist, weil er ist nicht tot, wissen wir alle, der hat das nicht auf die Reihe bekommen, was ist das für ein Noob? Es sind ein paar Gegner gewesen, fertig. Und ein bisschen was zu schießen, mein Gott, ist er Leben. Gut, egal, ist mir jetzt egal. Wir... Schauen kurz auf die Vorräte. Vorteile. 2. Geil. Schauen wir doch nicht. Wir gehen die Expedition an. Und dann gehen wir die Ausposten an und dann mal gucken. Ich glaube, das wäre eine Idee. Weil wie gesagt, Ausposten müssen wir nur noch einmal alle machen. Und ja, Expedition halt zweimal noch. Geil. Mega geil. Da können wir jetzt dann die restlichen Upgrades auch machen, weil wir sind hier noch nicht fertig, oder? Ne, wie haben wir da mal? 317, genau.
Jo, ist das nicht so viel. Aber wir haben wenigstens mal das alles, was wir, was uns wichtig ist, haben wir. Gut, also, ich bin ready. Tu mal das Ding hier bitte weg, ein bisschen, weil wir ignorieren da war. Brauchen wir nicht, will man nicht, wollen wir nicht. Wir wollen den Dreck. Du und ich, wir beide, wir sind gute Partner. Achso, nee, muss ich hier machen, oder? Akquisition, genau. Ja, machen wir es einfach noch der Reihenfolge, oder? Die 3, 6, 7 Dinger. Warum ist hier eigentlich so eine Belohnung? Hier ist noch extra was dabei. Nur hier. Let's go. Let's freaking go. Und dann maybe, ich weiß nicht, hatte ich jetzt nie irgendeine, doch, ich hatte eine Waffe, die was ich irgendwie, wo ich noch drauf abgesehen habe. Glaube ich, ich hatte eine Waffe, glaube ich, schon. Ich glaube auch ich hatte diesen scheiß Puma als Idee, so dass wir den noch holen, dass wir ein anderes Sturmgewehr holen. Aber das hat mit dem Expeditionsdienst nichts zu tun, glaube ich, so, irgendwie so war das. Egal, ich glaube, es wieder viel zu viel. So, komm, Kollege Schnürschuh. So, komm mal. Ja, das sind die Scheiße, brauchen wir nicht. I know. So, Timber da, dich brauche ich. Timber brauche ich jetzt bei jedem Ding, egal ob er stirbt zum Schluss, egal, ich brauche ihn einfach. Okay, okay. Kaufst du den, Junge? Kaufst du den? Ja, du bist der Archie, oh, das macht gut, aber da wieder. Da. Warum brauche ich hier für das Fleisch? Ne, erst Hilfe, hier, nee, das brauche ich. Egal. Fernsehen an, okay, ich kann genug flashen. Psst. Wir wollen das leise machen, Mensch. Irgendwie, hat er mich, ich hab mich jetzt in einer anderen Position abgesetzt, kann das sein? Also bin ich bescheuert. Bin ich in einer Position, okay. Oh. Aber der Rauch schaut schon mal so aus, als wäre... ist nicht an der gleichen Stelle. Nee, das ist jetzt oben. Das war nie oben. Oh je, meine, es ist anders. Es ist alles anders. Also das, der Ort selber ist nicht anders, aber er schießt mich woanders ab und ich habe einen Vogel. Aber wir werden es trotzdem so machen. Moin. Wir werden es trotzdem so machen. Erstmal dahin. Ja. Komm schon, hier sehe ich Schnauze da hinten. Gut. Naja, so viel sehe ich jetzt aber auch nicht. Oh Mann, Leute. Das ist schön, Vogel. Das kann ja was werden. Das kann ja was werden, Alter. Geht doch vor gerade hier. Ja, der MG nicht. Der MG wirklich erst dann, wenn hier die Party komplett am Dampfen ist, was hier passieren könnte. Aber ich hoffe nicht. Wir werden das aber leise auf die Reihe kriegen. Temper, markier, was du markieren kannst. Bitte. Please. Du mit der Fähre. Wo bist du? Da hinten? Alter. Scheiße, das ist schon wieder so ein scheiß Tresor. Ich kann kotzen. Was? Okay. Ich komm, da ist eine Sau hin, ist eh klar. Nee, okay. Ich habe auch nicht vor, dass ich die ablenke oder so. Ich will einfach nur. Okay, geht nicht. My fucking God. Tschüss. Okay. Haben die Wichse da jetzt... Alter, ich fick euch doch. Oder war das schon immer? Scheiße, ich muss hier hoch. Ich muss da hoch. Bruder. Was? Der Rauch ist da oben. Muss man ein paar Leute aufräumen hier.
Wo gehst du hin? Levin. Was tust du? Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ich höre es piepsen aber schon. Ist das jetzt in der Kombüse, also in der Kapitänsdingsbums? Ja, logisch, oder? Aha. Es ist safe hier drin. Fuck off. Es ist hier. Hier ist es irgendwo. Ja, ich hab's voll gehabt. Wenn Dani jetzt noch eine Tür. Tresor nebenan. Hat das? Wenn Dani jetzt noch eine Tür an diesen Käfig ranschweißt, können wir hier unsere Vorräte lagern. Okay. Ja, hier ist aber anscheinend nichts, weil Team bemerkt nichts. Also von daher mega. Ich müsste die Affen jetzt irgendwo hinlocken. Genau hier drüber, Alter. Kann ich die irgendwie so buggy-mäßig das Ding nehmen? Wie kriege ich dich, du Schwein? Okay, warte mal, Timber. Kannst du mal hier hingehen? Bleib mal hier. Scheiß Sniper. Ja, die sehen das alle. Alles scheiße. Kann ich den? Ayu, wata, ratatui. Ne, doch. Würde gehen, aber jetzt geht's gerade nicht. Funktioniert nicht. Bist du dumm, Kollege? Okay, der Typ ist nicht der hellste. Das ist ja mal sehr praktisch. Ich krieg einen Vogel. Mir rein, oder? Ja. Da oben ist auch noch ein Sniper. Verfluchte Scheiße. Holy Motherfucker, was ist los? Dude, als ob. Ich bin es einfach. I am fucking it, Alter. I am fucking him. Okay. Kannst kommen, Kollege Schnürschuh? So. Okay. Hier haben wir dann ab. Ich hoffe hier drüben irgendwo. Ich hoffe, dass wir hier drüben hin müssen. Wenn nicht, ist. Ja, okay. Hier, Sir, gut gemacht. Und hier kommt unser Treffpunkt. Ja, wo? Im Nordosten ist ein Leuchtturm. Geh dorthin und ich sammle die Schüsse. Aha, genau da hinten, Navi. Komm! Jawohl! Schön, ich komme hier hoch. Praktisch. Nix, geht nix, alles okay. Und hoch. Und gib ihm.
kann mich mal Arsch lecken, ich bin schon da. 2 Minuten, ja, der Typ braucht natürlich auch jetzt ein bisschen länger, eh klar. Ja, können das eh die Schweine. Können es eh, ist mir sowas von egal. So, MG gebe ich hier auch, perfekt. Oh Gott, ja. Ihr Wichser, ihr scheiß Verschissenen. Da lebt noch, was ist los? Verpisst euch, ihr verfickten Bastarde. Oh Gott. Verreckt, ihr Hurensöhne. Ich treffe sie nicht. Heli auch irgendwo? Nee. Zu Fuß ist ja ganz doof, wenn ich ein MG habe. Köter auch noch. Ich treffe die Schweine nicht. Da wird noch immer. Mit dem dieser Schwacher, da schießt er einfach scheiße. Okay. Okay. Die machen ernst. Die machen verfickt nochmal ernst. Nee, 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 lass mal. Lass stecken. Fuck, Alter. Da hinten, Arschtabelle, ist mir wurscht. Kannst du mal ein bisschen schneller antanzen? Jawohl. 20 Sekunden, Alter. What the fuck, man? Dude. Gott. Nein, nicht jetzt. Wie voll. Ja, das schätze ich aber auch. Scheiße, schnell! Sacre bleu, Alter! Gottes Willen, Alter, what the fuck, man, da kannst du übertreiben. Wo sind sie? Oh ja. Hä? Ich schieße einfach, ich sehe überhaupt nichts, aber ich schieße einfach. Alter, wir haben. Schade ist, dass jetzt der Timber gestorben ist, jetzt muss er ihn wieder zurückholen. Aber egal. Na ja, gut, für das erste Dings war es ja nicht so schlecht. Ging eigentlich gut ab. Ging eigentlich sehr gut ab. So wenn schleichenmäßig meine ich. Aber 2 Minuten, wie lang war es sonst immer? Minute, 30, irgendwie so? 2 Minuten ist schon ein bisschen happig. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Das erstmal Timber nicht vergessen, weil mit den ganzen Missionen würde ich schon gerne immer peilen, wo alle sind. Weil ich, es ist nicht schlimm, glaube ich, wenn die jetzt immer sehen, wenn die Timber sehen, wenn die einen Typen oder eine Keule von mir sehen, dann ist es scheiße. Aber wenn sie ihn sehen, den Hund, ist ja auch. Habe ich so verstanden. Shop-Produkte? Nee, nicht Shop-Produkte, Charakter. Also nee. Wo in der Helfer. Haben wir eh genug, so ist es nicht. Zuweisen. So, bist du da? Wo ist mein Temper? Vorher gehe ich nicht. Okay. Ach, egal. Er wird schon da sein. Ich hoffe. Zuweisen, hallo! Bist du dumm? Zuweisen, wie oft soll ich noch zuweisen? Muss ich rausgehen und dass er dann zugewiesen ist. Ah, jetzt. Ah, danke schön. Ja. So. Okay, nee, ich brauche mit ihm gar nicht labern, genau, stimmt ja. Dabei wird. Oh Gottchen. Hä? Schwierigkeitsgrad 2 Stufe. Stern 1 und hier ist 2. Hä? Ich verstehe es nicht. Dann habe ich 3 Sterne. Wie viel von diesen verfickten Expeditionen gibt es denn? Warte mal. Ne, 7. Ja doch, 7. 14, 1. Ja doch schon. Es ist schon so komisch, oder? So mit 1 Stern und überhaupt.
What the heck? Aber ne, wird schon passen, glaube ich. Ich will ihn noch zweimal das Ding machen. So, ne. Und Abflug, ja. Ich glaube schon, einfach die ganze Kacke noch einmal und dann haben wir's. Glaube ich halt. Ich hoffe halt. Ich kann nichts mit dem Koop-Modus machen oder sonst nicht mehr. Ja, ist schön. Ich bin eher der I Walk Alone Man. So Batista-Style. Das passt schon. Da kriegen wir ihn, weil die Chance ist größer, dass man entdeckt wird. Zu zweit als allein. Ist logisch, weil dann muss ich nur auf mich aufpassen, weil Tim ist anscheinend eh wurscht. Deswegen, jo, ist mir so lieber. Da. Du brauchst gar nicht noch abhauen. Du brauchst gar nicht noch abhauen. Ja, ja. Ich weiß, letzte Chance. Da. Ja, das sieht aber gleich aus wie vorher. Dude, das ist mein was ist ich. Ich krieg das hin. So. Hab ich nie gesehen, was ist. Ah doch, da fahrt einer. Aha, okay. Das ist halt gar nichts, geil. Also theoretisch gesehen mache ich wieder das Spider-Man-Thema hier. Boom, boom. Theoretisch. Ach, hier sind auch ein paar. Aha. Die können mich eigentlich eh mal anschlecken. Ich will dann immer hin. Eigentlich. Einfach hier hin und fertig. So denkt. Ja. Oh, praktisch hier ist eine Leiter. Alter, wie weit geht denn hier runter, ey? What the fuck? Aber schön, die baue ich alles für Heilmittel und für was weiß ich was. Okay, so, und jetzt Spider-Man-Style. Es geht so tief runter, dass man nicht mehr was sieht. Das ist krass. Ja doch, Wasser oder sonst irgendwas. Okay. Jawohl. Gut, da muss man aber auch Eier haben, dass man hier dann das Ding loslässt und dann nochmal schwingt und. Ne, das ist schon krass. So. Was? Was? Wie bin ich jetzt hier ich will ja nichts sagen, aber ich hatte die volle Heilung. Glaube ich. What the fuck? Als ob mit der Sturz da getötet hat, bist du dumm? What? So weit war ich nicht oben. Also jetzt for real. So weit war ich nicht oben. Schnauze. So weit war ich jetzt nicht oben. So weit war ich nicht oben, aber hundertprozentig nicht. So vielleicht wehgetan, jo. So kurz vor Tod, ja. Aber nicht direkt tot. Also so heilungstodmäßig. Nee, komm, nee. Nee. So, Timber, mach hier mal die ganzen Schweine, hab jetzt gar keinen Bock. Was zum Kuckuck? Also wenn das hoch war, nee. Wirklich. Das ist jetzt abgebrochen, Alter. Da bin ich was. What the fuck? Nochmal. Ich muss ein bisschen Schwung haben, du Scheißding. Ah, jetzt nicht. Komisch. Komisch. Mein Gott. Lollig. Einfach lollig. Aber es ist der beste Weg, verdammte Scheiße. Es ist der beste Weg. So, jetzt kommen wir wieder runter, weil sonst laufe ich hier vor in die Fresse von irgendeinem Typen und dann ist alles verkackt. Dann bin ich richtig tot. Und dann ist auch meine Schuld, weil das war jetzt nicht meine Schuld. Aber egal. So, Ja, war ja klar. Das wäre jetzt hier im gleichen Ort. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt hier wieder zurück muss. Das wäre echt sehr ekelhaft. Sehr Schweine. Ja, das war auch noch. Oh Gott. Schön das Ding bewachen, ihr Schweine. Ne? Die Schiefen.
hoffe auf gut Glück. Wie komm ich da irgendwo hoch gleich? Das wäre echt nice. Ja. Okay, hier geht's auf. Hier kann ich nicht rein, verdammt! Hier hoch? Oh Mann, ey! Hier kann ich rein. Hört ihr das? Hört irgendjemand was? Timber, mach keinen Scheiß! Oh nicht, okay. Wo ist denn der Lappen eigentlich? Das ist seine Mission. Kollege, kannst du mich ein bisschen bewegen? Ein bisschen. Klar. Ihr wisst nichts, ihr wisst wohl gar nichts, ihr Schweine. Ihr wisst überhaupt gar nichts. Den greifst du denn an, hilft doch nichts. Hier ist keiner. Die schwulen Kackbratzen. Ich bin weg, das kann ich euch sagen. Hey, gut gemacht, du hast es. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ein altes Lager im Südosten. Es sieht ruhig aus. Südosten. Beeil dich, wir sehen uns dort. Mhm. Okay, ja, halt die Schnauze, ich bin weg. Tschüss. Ich bin weg. Hey, das stimmt doch nicht. Jo. Das stimmt einiges nicht. Fuck off, da. Aber man hat schon gemerkt, die sind jetzt recht, sehr aufmerksam. Ach du Scheiße, hier ist ein Elite-Ding auch noch. Oh Gott sei Dank habe ich eine gute Waffe. Ja, Kollege, ich... Hier sind wir. Jawohl. Jawohl. Nee. Schattier! Weil das seitlich ist auch einer. Oh Gott. Fuck off! Ne. Oh my fucking God. Timber, ich sehe schon wieder, der stirbt wieder gleich. Kollege, komm her! Komm her! Das wird nix. Bevor du hier drauf gehst, die Köte kriege ich auch allein dran. Wenn ich das wieder stirbst. Lass es! Köter. Hier hin. Aber sofort. Ich glaube, das ist scheiße. Irgendwer stirbt. Der brennt. Cool. Stirb komplett, du Drecksau. Danke. Holy Motherfucker. Du Arschloch. Fuck, ist er down? Ich glaube, der ist down. Erstmal heilen, erstmal plündern. Haben wir Zeit, warum auch immer. Diese Scheißwichs mit deren scheiß Schildern. Ich bin hier, los, jetzt bist du gar nicht. Aber okay. So, eins. Hier! Der bin da. Alter, wo bist du schon wieder erst? Oh je, Mini. Da. Hau ab! Los. Gibt der Vergade hier? Ich glaube, wir sind in Nee, nicht wirklich. Ich war nicht sicher, ob der Großvater das diesmal schafft. Scheiße. Ich werde dich schön waschen und polieren, wenn wir zu Hause
Ich treff die Hure nicht. Jetzt habe ich ihn. Und Pippa hat auch überlebt. Ich spiele sie, Alter. Ich spiele fucking als sie, Alter. Das wollte eigentlich von mir. Es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. So. Wenigstens kann ich jetzt mal, habe ich hier einen Überblick, wie viele es noch sind. Das ist ja auch mal positiv. Und daher denkt euch mal, wenn wir jetzt die Kacke jetzt durchhaben und die Ausposten und dann nochmal die Kacke durchhaben, dann können wir nur noch die Story. Dann wird die Story runtergebrattert. Fertig, mehr haben wir nicht mehr. Schon krass. Dann sind wir endlich mal mit Farquhar und Dawn fertig. Also, irgendwann mal, aber ich meine. Einmal nicht, nur die ganzen Ausposten mehr. And I wait, I will to fall away. So. Jo, Platine, Timber lebt, Gott sei Dank. Passt. Da war die Leine herumkacken, nächstes Ding. Der Freizeitpark. Der Freizeitpark. Naja, gut. Naja, gut. Da weiß ich ja wenigstens noch, wo das Ding war. Ich hoffe mal, dass es immer der gleiche ist. Weil ich glaube, nur das erste Ding war jetzt an einer anderen Stelle. So wie das jetzt dann noch in der Arena hatte, ja ne? Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Das schätzt mal auf in der Nacht. War das jetzt auch in der Nacht? Das wüsste Kollege, ja, un Momento, ich muss hier kurz shoppen. Also das zählt für alles, die panzerbrechende Munition dann, ah, nicht nur. Jojo. Panzerbrechende Munition für das und das, ne, das ist überhaupt. Kann ich bitte die Schnauze halten? Alter, wo bin ich jetzt gespawnt und wo ist das Ding überhaupt? Ich sehe noch nicht mal einen Rauch. Keine Ahnung, wohin? Ah, okay. Und du siehst schon was? Ah. Was ist das? Das ist ein Hasen, ich dachte schon. What the fuck war denn das? Okay. Aua, ja genau, Alter. So, siehst du was? Ich sehe noch. Ja, ich sehe einen. Okay. Ah, praktisch. Ding ist, ja komm, verpiss dich, du siehst mich nicht. Ja, ne Idee. Das ist mal ein weniger. Das ist ja eine voll andere Stelle, Alter. Ist der weg? Ne? War das der? Ach, die Heilige. Okay. Ist der irgendwo außen rum auch, oder? Ja, schon. Das erklärt allein würde ich jetzt auch nicht wollen. Immer von hinten. Das wäre eine Idee. Was sind jetzt da? Keiner, das heißt wahrscheinlich nur. Ja, hier war es letzte Mal, glaube ich. Das heißt, genau, das heißt, dort wo das Paket überhaupt ist, dort sind 1000 Gegner. Logisch, weil die beschützen das Scheißpaket ist natürlich umso mehr. Bis 86172. Punkt, also Punkte, ich hatte irgendeinen Code. Vielleicht.
Da ist ja schon das Paket. Ja, super. Okay. Okay, okay. Die sind jetzt alle ein bisschen beschissen aufgeteilt. Jetzt alleine. Oh. Das ist ein Alligator, das war an. Also das ist das Thema mit dem Alligator. Oder? Nee, keine Ahnung, wo der Alligator scheiße war. Fuck off, ey. Da war der Alligator. Ja, siehst du, hier ist jetzt keiner. Da war das letzte Mal hier, ich weiß gar nicht mehr. Kurva, Kurva, Kurva. Bla bla, ja, vorwärts, bla, okay. Alter, da hängen sie, Alter, die Alligatoren, meine Damen. So, da, da drüben ist die Scheiße überhaupt. Oh Mann, ey. Alter. Das wird so schief gehen, ich sag's euch, wie sie ist. Apropos. Schiebt irgendwas? What the fuck? Theoretisch gesehen kann ich darüber springen. Ah, nee, never mind. Ich kann hier rüber gehen. Oh Mann, ey. Was tut der? Also der trainiert der Wichser sehr, er liebt. Nein, es ist keine Liste, weil das sieht man gleich. Okay. Ja, da ist das scheiß Ding, aber das ist halt jetzt genau unten, oder? Level 3, Dude. Da drinnen. Da drinnen, Alter. Fuck. Okay. Schnauze! Boah, diese Wallhacks sind Gold wert, Alter, diese Markierungen. Sonst hätte ich keine Ahnung, dass die Züge reinkommen. Boah. Ah, da. Alter, Wattenlager, ey. Der ist da beschäftigt? Okay. Die Question ist, ist da unser Fluchtweg? Das ist die große Frage. Eigentlich, warte mal. Raus komme ich hier. Nee, doch. Hier komme ich raus und dann, ja. Und dann? Wirklich, ja. Wohin? Scheiße. Gibt nicht wirklich einen Fluchtweg. Außer hoch. Ah, da oben ist die Drecksau. Sei nicht, krieg den da oben. Ich hab Freizeittag schon früher gehabt. Es hat sich nicht geändert. Cool. Was ist denn los? Hat er nicht gesehen? Hat er nicht gesehen. Wenn ich jetzt noch platt machen würde. Das hört er nicht. Du, das hörst du nicht. Ja, du bist auch ein Knecht. Mega geil. Mega geil. So, hier komme ich. Ah genau, hier wäre ich. Okay, okay. Dann komme ich hier weg. Kommt drauf an, wo genau weg. Gut. Heilige Scheiße, ich bin hier sogar aufgeräumt, Alter. What the fuck?
Ah, fuck. Jetzt müssen wir hier rausbringen. Sieh nach Nordosten. Dieser richtig große Turm. Dort hole ich dich ab. Okay, nice. Weg hier. Dude! Hat der gut geklappt eigentlich? Achtung, mir wird was Komisches angezeigt. Ja, sehr komisch. Ihr Wichser. Komischer Turm ist auch gut. Irgendein Wichser hat uns Ausrüstung geklaut. Jupp. Hinterher! Habt ihr recht. Du hast das Paket. Irgendwo in dem D? Ja, da oben. Ja, I know. Ganz oben. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Die haben Molotov geworfen? Alter Schwulappen. Dude, wo? Holy shit, Digga. Wir sind dabei noch am Leben, Alter, ich bin. Scheiß Sniper! Alter, von wo? Der lebt doch immer! Wer ist das? Alter, wo? Okay. Leute, schaut nicht gut aus. Alter Schwede! Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede, ey. Ich krieg ihn offen. Mit der Welt. Ich hab keine Ahnung, wo ich ihn verstecken soll, kurz. Wo ist er? Wo ist mein Kompagnon? Hä? Ja, ist ja logisch, wenn du irgendwo parkst. Du parkst wie gemarschte Welt. Das immer nochmal, Kollege. Das immer nochmal. Du Knecht. Flieg! Da treffe ich überhaupt nichts. Ja, du Knecht, und ich muss hier nochmal rein. Das muss ich mal geben, ich muss die Scheiße nochmal machen. Ah, Pumper. Pumper. Pumper ist hier vorne, okay. Ich muss die Kacke nochmal machen. Ich das überlege, Alter. Also MG ist zwar schon, also nicht MG, Stand MG ist eine Idee, Stand MG ist eine Idee, aber Deckung ist halt nicht wirklich so viel. Also das, weiß ich nicht. Aber Raketenwerfer ist auch doof, ne, ich muss bei dem MG bleiben. Aber vielleicht gibt es noch irgendwie ein besseres, ne, es gibt kein besseres MG, es gibt nur ein besseres Sturmgewehr. Naja, mal gucken. Weil ich kauf sowieso nachher dann die Karte für diesen Puma, für den seltenen Dingsbums. Und dann mache ich den einfach platt und dann hol ich mir das Sturmgewehr vielleicht. Weil es ist ja so auch gelaufen, so ist er nicht. Aber es war auch nicht so einfach. Snoopy? Okay. Puh. Alter Alcatraz. 25. Dude. Alcatraz, boah, da werden sie jetzt, Alter, da werden sie jetzt überall in dem scheiß Gefängnis sein, Alter, überall in jedem Millimeter. Oh mein fucking God, weil letztens war es ja in der Zelle drinnen. Ja, jetzt wahrscheinlich auch, aber boah. Aber ja, gut zu wissen. Es ist nicht immer an der gleichen Stelle, ob und so ja. Aber es wird halt verfickte Scheiße gut bewacht. Ist logisch, weil wir haben es ja schon mal geklaut. Die werden einfach dreimal
in jedem Ort den gleichen Kack klauen. Das ist so krank eigentlich. Dreimal. Okay, sobald du das Paket hast. Sag ich dir, wo wir uns treffen. Aua, hol sie dir. Aus für den Kollege, aus für den. Okay. Wir wussten gerade, dass hier schon wieder überhaupt nichts los ist. Aber ja. Hier war ein Kletterhaken. Naja, aber hier ist offen. Warum ist hier offen? Ach du Kacke. Wird immer schöner. Ich will hier einen Kletterhaken haben, Mann. Ich glaube, so aufs Dach kommen. Holy shit, Snacks. Aber wenn der schon mal hier ist. Free Kill nehme ich immer. Nicht das Schild. Guten alten Free Kill, immer gerne. Hier. Ich kann mich nirgendwo auf das scheiß Dach auf. So ganz einfach mit einer Leiter, das ist unglaublich. Hm? Ja, was? Nee. Hier drüben ist einer, aber. Ach, hier ist der Eingang wieder, okay. Okay, wir sind mal hier. Bin ich einfach einmal eiskalt gefühlt im Kreis gelaufen, das ist super. Ja, wollte ich nicht, ich wollte da komplett hoch. So wollte ich hoch, okay. Sniper Pimski. Okay. Ja, Dach war schon mal eine gute Idee. Gut, Minister. Ich weiß nicht genau wo, aber irgendwo hier unten. Ich kann es mir denken, wo. Ja, da. Oh Mann. Wie komme ich denn da jetzt überhaupt runter? Also in der Nähe hier runter. Nee, eher nicht so, oder? Alles kacke hier gerade. Wobei das geht. Ich will ja auch den Tresor mitnehmen. Würde ich gerne, sagen wir mal so. Trinken nämlich, what the fuck, sag mal, das Trinken mit Ethanol ist ja voll krank. Holy hell. Wo ist dieser Schaft jetzt hier? Wieder scheiß stinkt hier, Alter. Wir haben was gehört, wir haben was gehört. Okay. Kannst gern. Okay, der kommt hoch, kann er gern. Selber schuld. Ja, das wollte ich. Fickte Scheiße. Der hat eben keine Ahnung. Okay, ich habe auch keine Ahnung, wo dieses scheiß Paket sein soll. Ich weiß piepsen, aber der kann halt hier überall sein bei diesem scheiß Gefängnis.
hier irgendwo. Hier. Scheiße, ja, ich habe so viel Ethanol getrunken, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch irgendwas schmecken kann. Ja, ist ja gut. Kannst du echt verpissen? Oh Mann, das kann, nur schief gehen. Verfluchte Scheiße! Was war das denn? Weiß nicht, ob das funktioniert. Wo läufst du denn jetzt hin? Hä? Wo ist denn hin? Hier. Jetzt bewegt sich nicht mal der Wichser. Der glaubt, dass es da unten war, aber bist du. Dude! Das kann ja nur jetzt ein Gemetzel sein, Alter. Ja, dann geh hoch. Muss hochgehen, Mann. Geht hoch, geht. Geh hoch, du Wichser, du Schiercher. Das ist mein ganz persönlicher Soundtrack. Dumme Schwulette, du Dumme. Scheiß auf wegtun irgendwie, wir haben jetzt die direkt am auf. Okay. Einfach hoch dann und irgendwie hoffen, dass wir nicht laufen. Ja, der hat ihn gesehen. Und abhauen. Yes, Sir, gut gemacht. Und hier kommt unser Treffpunkt. Da ist ein großes offenes Gebiet südlich von dir. Sieht's aber aus. Geh dorthin und ich komme mit der Großpatat nach. Ja, bitte. Heute noch. Wo? Dude, Alter. Ja, habt ihr. Jawohl, schön, 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 schön. Warte, mir wird warm, Alter. What the fuck, das ist ein Sniper. Fuck you, Sohn einer Hure! Fuck! Ich wollte ins Wasser eigentlich und dann, ach, keine Ahnung. Ich wollte mit dem Schirm mich abdingsen, weil ich gedacht habe, dass mit Wasser wird's doch nicht und. Alter, wirklich, ich muss nochmal alle von vorne machen. Geil! Scheiß die Hure an, ey! Fuck! Okay, man darf nicht sterben. Wenn man wirklich stirbt, alles von vorne, gibt's keinen Checkpoint. Okay, nee, das ist das Paket, hau ab. Nee, gib es nicht. Alles nochmal. Verdammte Scheiße. Okay, wir machen es gleich wie vorhin. Weil die Idee war gut. Was kann ich mir, dass hier ein Sniper irgendwo dann ist? Oh Gott. Fuck. Wo war der Sniper? Hier? Nee. Keine Ahnung. Egal. Drecksscheiße. Wir gehen dorthin. Da bist nicht zu sehr, komm, mach hinne sein, sondern muss da ruhig bleiben. Okay, wo ging es jetzt hier runter? Wo die Leiter. So. Dann hier drin war dieses scheiß Skunk-Dingsbums. Ich werde nicht mehr die Sau. Irgendwas gepeilt was? Ne, jetzt mal nicht, okay. Die machen Arm drücken schön, könnt ihr merken. Was war das jetzt? Fertig, okay. Ja, ich bin auch fertig, Alter.
beschissene Position haben wir alle, ich sag's euch. Ich sag's euch. Das war ein richtig geiles Timing vorhin, aber vorhin halt. Und vielleicht noch näher, alle, du wirst gleich kuscheln. Boah, ich weiß nicht, ihr Wichser. Alter, ey. Was soll das werden? Jeder sieht die, das ist so scheiße. Kann wieder kuscheln. Weil das wäre ein südliches, richtiges Bewachen. Einer da, das ist echt gut, aber für mich ist es scheiße. Ums Verrecken nicht. Ich kann da nicht klappen, aber der merkt es sofort. Scheiße. Lol. Oh, Kidoki. Danke, dass es immer anders geht. Das ist echt nice. So. Was ruft denn? Scheiße, direkt. Mehmet. Und tschüss. Naja, sauber, da war ein Sniper anscheinend. Auch nicht so geil. So. Ach, das ist eine fucking Elite wie Zauner, ey. Wird immer schlimmer. Schwede. Ja. Der wird nicht mal, das ist wie ein Jäger von Far Cry 4. Der ist nicht immer markiert, das ist ganz geil. Und auch ein Hai auch noch, ey. Moin. Ayuhui, ayuhui, ayuhui. What the fuck? Alter Schwede. Deckung, Deckung, Deckung. What the fuck? Dude. Es reicht jetzt, okay? Wo ist denn? Ich seh nicht. Tot? Oh mein Gott, ey. Minute noch, ey. Das ist komplett, Alter. Ist er? Naja, ist noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Also im G kannst du es komplett knicken. Ich hoffe, wenn ich das irgendwie so überlebe. Ja, Lass sie kommen, wollte ich sagen. Ja, nee. Timba, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut jetzt. Oh, nee, ey. Ja, geil, Alter. Wohin? Wohin soll ich? Dude, Mann. Alter, so gibt es Toffen. Die scheiß Kanalratten, ey. Die Schirchen. Alter. Ja, heute noch. Hä? Moin, mach, die müssen, ja, ich kann nichts dafür, wenn er am Ende ist. Ich kann nichts dafür, also es ist Katastrophe, schlechthin, Alter.
Boah. Bitte ab nach Hause, weißt du das? Oh mein Gott, also ich hab gar keine Deckung, Alter. Aber überhaupt keine Deckung. Keine Muffen. Aber wir haben es geschafft, weißt du das? Ich will nicht wissen, wie das im letzten Schwierigkeitsgrad dann wird. Das hätte ich schon so E-Craft, das ist man merkt, die Schwierigkeit ist wirklich, wirklich aufgeknödelt. Oder wie. Weil ich spiele jetzt eigentlich hauptsächlich auf normal. Und wie das auf schwer ist, plus dann die letzte Schwierigkeitsgrad von dem Dingsbums hier, das ist ja nur krank. Das ist ja nur noch krank. Ha, ich hätte vor gerade hier. Krass. Echt krass. Okay, so, jetzt kann ich aber erstmal wieder ins Krieg, aber Linie ohne. Also wir können dann ewig viele Waffen nochmal hier knödeln. Den muss ich halt auch wieder wiederbeleben, was soll ich machen? Ich bräuchte mal wieder mehrere gelbe Dinge. Gibt's hier nicht irgendwie? Hier kann ich doch ewig viele pflücken, ja passt doch. Dafür gibt's doch die Scheiße hier, passt doch. Ich brauche gelbe Dinge, aber die habe ich echt wenig. Ja, auf. Einfach gleich alles. 5 Stars, 5 Star Pack. Ja, ich, ist mir schon klar, dass wir das freigeschaltet haben. Okay. Alcatraz weiß ich auch. Er ist da. Entlassen passt, er ist da. So, jetzt ist. Wir haben es wirklich. Ja, wir haben es gleich geschafft. Jetzt ist das Easter Egg von Splinter Cell. Aber brauchen wir das eh nicht mehr schauen, weil das wissen wir eh schon. Oh Mann. Krasse Scheiße.